Und jetzt viel Spaß mit dem Neuesten von den Lilien. Präsentiert von Krombacher. Gute und herzlich willkommen. Da sind wir wieder. Mal wieder vor einem Auswärtsspiel. Wir treten an am Samstag um 13 Uhr bei dem letztjährigen Bundesligisten Arminia Bielefeld. Das Ganze stand jetzt zumindest mit über 800 Fans. Es gibt eine Tageskasse, die öffnet 1,5 Stunden vor Spielbeginn. Alles Weitere kann dann, wie immer, unser Trainer sagen. Thorsten Lieberknecht, grüß dich, Thorsten, an den ihr gerne eure Fragen stellen könnt. Jan Felber, Darmstädter Echo. Ja, hallo in die Runde. Grüß dich, Thorsten. Kannst du zuerst mal vielleicht kurz die Personalien abhaken? Gibt es neue Verletzte? Hoffentlich nicht. Gibt es Leute zurückgekommen? Wie sieht es da aus an der Basis? Also Tobi Kempe wird ausfallen. Paddy Pfeiffer wird ausfallen. Dann habe ich noch eine Plakette oben, habe ich noch irgendwie im Kopf. Ein Button, wo die Bilder immer drauf sind. Ich weiß aber gerade nicht, wer es ist, wer ausfällt. Oskar, mit seiner Leistenproblematik, aber die haben wir jetzt langsam im Griff bekommen. Ich denke, dass er nächste Woche dann wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Das war er, der oben gefehlt hatte. Ansonsten sind alle anderen zurückgekommen, das heißt Brade Menou, Aaron Seidel, Yannick Müller, also die jetzt da angeschlagen waren, die sind ins Mannschaftstraining eingestiegen und haben eine ordentliche Trainingswoche jetzt hinter sich gebracht, haben morgen noch einen Tag, ein Fragezeichen steht hinter Matthias Honsack, da müssen wir morgen den Tag abwarten, weil er mit den Adduktoren Probleme hat und da hat er jetzt erstmal noch gerade heute individuelles Training gemacht, spürt noch ein bisschen was, müssen wir morgen abwarten. Ansonsten, wie gesagt, sind alle anderen zumindest einsatzfähig. Wie lange, muss man immer schauen. Wie gesagt, wir haben die Problematik eben, dass der eine oder andere natürlich jetzt auch in einer längeren Verletzungsphase rauskommt und wir da, was die Belastung angeht, eben gucken müssen, für wie viele Minuten reicht es oder reicht es eben halt auch schon von Beginn an. Matze Bade, ja, die Jungs, die eben da vor Ort dann Schüttelfrost hatten, Philipp Tietz nach dem Spiel auch Schüttelfrost, also die sind aber alle wieder da, ja. Aber das sind ja gute Nachrichten, also da sind ja einige, die wieder da sind, also wir haben ja immer eine Liste, die sehr rot und sehr lange war, jetzt ist sie wieder etwas grüner geworden, das heißt, du hast ja auch deutlich mehr Möglichkeiten wahrscheinlich wieder am Samstag. Deswegen habe ich es aber gerade erwähnt, es ist halt trotzdem so, dass die Jungs natürlich, wie gesagt, fehlt Rhythmus, fehlt Spielrhythmus und sie sind zumindest, können sie den Kader erweitern und nur die Frage ist halt, für wie lange reicht es bei dem einen oder anderen und das müssen wir einfach mit beachten. Also sind verletzungsfrei, sind da, haben keine Schmerzen mehr, haben grünes Licht der Ärzte und der medizinischen Abteilung bekommen. Und jetzt müssen wir eben schauen, für wie viele Minuten reicht es. Ihr habt am letzten Wochenende zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder verloren, also ein Ligaspiel, war ja zwischendurch auch das Pokalspiel. Der Emir Karic hat die Woche gesagt, das haut uns nicht um, wir sind keine Jammertruppe, weiter geht's. Ich denke, du siehst das ähnlich oder wie habt ihr das nochmal aufgearbeitet, dass es jetzt unterm Strich eine Niederlage war, die ja doch zumindest die ganz, ganz lange Serie jetzt beendet hat. Wie ist es bei euch, wie hast du das mit der Mannschaft zusammen erlebt, die Aufarbeitung? Manchmal ist eine Niederlage auch ein Gewinn, dass man ein paar Sachen eben nochmal sich in Erinnerung holt, was uns stark gemacht hat, was uns auch weiterhin stark machen wird und was wir auch stark gemacht haben in Heidenheim, weil das eine ist die Niederlage und trotzdem haben wir dort auch viele Situationen gehabt, einfach ein Spiel neutralisieren zu gestalten, wenig Chancen der Heidenheimer zugelassen, zwei an der Zahl plus dem Tor, selbst haben wir, auch wenn es nicht zählt, ein Abseits-Tor geschossen, knappe Geschichte, ein oder andere Sachen, die hätten wir besser ausspielen können. Da haben wir drei Punkte gebracht, Gegentore, Muster erkannt eben bei den Gegentoren, Hamburg und Heidenheim, dass wir die besser in den Griff bekommen müssen. Das haben wir aufgezeigt. Wir haben aufgezeigt, eben, was unser Plan war nochmal dort, den wir nicht zu 100% erfüllen konnten, gerade im Spiel mit Ball, dass wir da uns noch mutiger zeigen wollten. Das dann erst in der
der zweiten Halbzeit so kam, aber es liegt eben halt auch viel an Heidenheim, weil die viel 1 gegen 1 eben das Ganze nicht zulassen. Und der dritte Punkt war einfach Mentalität, dass wir weiter aufs Gaspedal drücken müssen und das auch wollen und uns da von der Niederlage auf keinen Fall jetzt hier unentspannt in die Hose machen, ich muss mal so sagen. Stefan Kühnlein macht weiter, Kicker und Liedenblock. Ja. Hallo Thorsten. Du hast gesagt, Muster bei Gegentoren gegen Hamburg und gegen Heidenheim. Was waren das, gleiche Muster oder unterschiedliche Muster? Und was war das genau? Nee, es waren gleiche Muster, ohne ohne da jetzt, Gott, dann gehe ich dann doch ins Detail, ne? Weil ist ja, der Gegner wird ja wahrscheinlich schon auch sagen, oh, das könnte passieren. Letztendlich vergessen wir auch oftmals nicht nur die Ballseite, sondern die ballentfernte Seite. Und das ist eben der Punkt gewesen, dass wir natürlich eine Fehlerkette haben, ja, aber trotzdem halt auch die Situation haben, dass wir oft nur die Ballseite sehen und die ballentfernte Seite dann so ein bisschen vernachlässigen. Und das war das Muster bei beiden Toren, die wir jetzt gesehen haben, die wir angesprochen haben und das eben halt auch abstellen wollen. Und dann sag doch noch was zum kommenden Gegner, Bielefeld, Bundesliga-Absteiger, aber steht unten drin, jetzt mit einem neuen Trainer. Wie siehst du die Mannschaft, wie stark siehst du die Mannschaft und was hat dieser Trainerwechsel möglicherweise für eine Auswirkung auf die Partie? Trainerwechsel ist immer erstmal Emotionalität schaffen, Reizpunkte setzen, alles dafür zu tun, eben diesen Abstiegskampf zu bewältigen. Ansonsten Arminia Bielefeld, hervorragende Einzelspieler, ob angefangen von Freisel im Tor über Innenverteidigung, ob das jetzt, das ist eben so die Schwierigkeit, jetzt bleibt es bei der Dreierkette oder ist es eine Viererkette, aber Bundesliga erprobte Innenverteidiger, über ja, ein Mittelfeld mit Vasialidis, ein Spieler, wo ich immer einfach auch mit Zungenschnalzen hinschau, weil es einfach, der verkörpert was, der Junge, auch wenn er nicht immer spielt, aber bringt einfach was mit, was mir total Spaß macht. Robin Hack, vorne Klos, Lassme, also das ist alles Bundesliga-erprobte Jungs und Spieler, die 2 Jahre in der ersten Liga jetzt waren und wie gesagt, und jetzt ist halt die Tatsache, wir wissen nicht, was passiert, gibt es große Umstellungen. Deswegen ist es umso wichtiger für uns, dass wir wirklich bei uns bleiben, diese Wucht entwickeln, aufs Gaspedal drücken und direkt einfach uns da in den Fokus setzen. Und das wollen wir machen, weil wir das einfach auch immer gemacht haben, wenn wir eben eine Niederlage hatten, ob das das erste Spiel war nach Regensburg, wo wir direkt unter Zugzwang waren, dann hier zu Hause gegen Sandhausen was zu erreichen oder nach dem Pokalspiel Eintracht Frankfurt, ganz schweres Spiel dann gegen Eintracht Braunschweig zu absolvieren. Und jetzt sind wir eben auch in der Situation, dass wir jetzt sagen, okay, Niederlage wollen wir wettmachen, am besten mit einem Sieg. Und ja, und deswegen ist der Fokus so bei uns, dass wir eben ja, unser Spiel im Detail, wie gesagt, defensiv verbessern und offensiv eben da die eine oder andere Lösung mehr finden und besser finden, um ein Tor mehr zu schießen als der Gegner. Wir machen weiter mit Simon Schäfer, Hessischer Rundfunk. Ja, hallo auch von mir in die Runde. Kleine Nachfrage zu dem Trainerwechsel in Bielefeld mit Uwe Koschinat. War das trotzdem ein Punkt, wo du bei der Spielvorbereitung nochmal was geändert hast, als du gewusst hast, dass er es jetzt wird in Bielefeld? Nee, ich habe es heute Morgen erfahren. Da habe ich eine Nachricht bekommen, dass er jetzt der neue Trainer ist. Ansonsten haben wir heute unsere ganz normale Besprechung gehabt und werden uns morgen dann, wie gesagt, dann mit letzten Details, was uns angeht, vor allen Dingen beschäftigen, wie wir in Bielefeld eben Druck aufbauen können, eben halt auch schauen, dass wir wirklich schnellstmöglich nach vorne kommen, schnell Richtung 16er kommen, mit einer guten Absicherung zu spielen, dass wir da eben dann morgen den Fokus drauf legen. Aber das Einzige, was ist, wir wissen jetzt nicht, gibt es große Veränderungen und, aber es ist letztendlich so, wie geht es immer
sagt es auch immer meinen Analysten und so, die wir haben hier, die alles wirklich auch sensationell vorbereiten, Max Kohl, Kai-Peter Schmitz auch, die mir 1010 zeigen. In solchen Situationen ist halt so, das ist wie eine Vorbereitung, ein Testspiele machst irgendwo, als wir jetzt in Spanien waren, oder du spielst gegen Mannschaften und weißt gar nicht, was so auf dich zukommt, ne? Und dann bleibst du immer bei dir, und so ist es jetzt halt auch, dass wir halt nicht wissen, was kommt auf uns zu, was wird verändert, also liegt der Fokus bei uns, dass wir noch mehr unser Spiel durchdrücken und in den Feinheiten einfach besser sind. Luca Hartmann, der FFH. Ja, hallo auch von mir. Herr Lieberknecht, Sie haben gesagt, Sie wissen nicht, was auf Sie zukommt. Das heißt, das 1:1 aus der Hinrunde, haben Sie sich das nochmal angeguckt mit den Spielern, spätes Gegentor bekommen, oder spielt das jetzt eigentlich dann gar keine Rolle mehr, weil Sie eben ja nicht wissen, was am Samstag passiert? Ja, im Hinspiel haben Sie 4-4-2 gespielt mit eingerückten Flügelspielern, Okugawa und Robin Haag. Also das ist mit Sicherheit was, eventuell könnte das halt auch als Grundordnung auf uns zukommen. Aber das ist einfach nur so für uns. Und das werden wir den Jungs dann geben, dass diese Möglichkeiten da sind. Aber nochmal, wir wissen eigentlich, egal gegen welches System, ob mit Dreierkette, Viererkette der Gegner spielt, ob die Grundordnung davor mit zwei Stürmer, ein Stürmer, Dreier- oder Vierer-Mittelfeld ist, wissen wir eigentlich, wie wir uns zu verhalten haben in der Verteidigung, wie wir vorverteidigen wollen, wie wir ins Angriffspressing gehen wollen. Wir wissen eigentlich auch, wo unsere Schwächen sind, aber habe es jetzt gerade angedeutet, bei zwei Gegentoren war es eben Muster, wo man sagen, okay, wenn du gegen eine Dreierkette spielst, sind es oftmals halt auch die wunden Punkte, die müssen wir besser ballentfernt schließen. Also alles bei uns und wir im Fokus, ohne keinen Respekt zu haben vor Arminia Bielefeld und mit dem Wissen, dass eins mit Sicherheit wird, es wird hochemotional dort, hochemotional. Ja, Simon Schäfer nochmal. In der Offensive war Filip Stojkovic ja bislang, oder hatte er die Joker-Rolle. Ist das eine Option, ihn auch mal von Anfang an zu bringen, oder behalten Sie den so für die zweite Luft ganz gerne auch mal auf der Bank? Alles ist möglich. Stefan, nochmal bitte. Nur noch mal eine Nachfrage, also Aaron Seidel ist eine Option für den Kader auf jeden Fall wieder, weil der jetzt ja schon wirklich lange draußen war. Das hängt einfach mit der Tatsache zusammen. Ich habe jetzt mal Fabio Torsiello, haben wir ja auch noch. Allerdings war es mir da halt auch wichtig, in Heidenheim schon und jetzt auch. Und in dem Fall, gehe gleich auf Aachen dann kurz ein, ist mir halt auch wichtig, dass und U19 und U17 haben zwei eminent wichtige Spiele, schöne Spiele aus ihrer Sicht, weil es geht letztendlich auch um alles. Und da war es mir wichtig, dass ein Fabio Torsiello einfach bei der U19 auch ist und jetzt auch wieder. Deswegen in dem Zusammenhang, wenn wir jetzt gerade drüber sprechen, wünsche ich den Jungs von der U17, U19 und dem Trainerteam, dass sie wirklich auch mutig sind und alles reinwerfen, dass sie mit ihren Mannschaften gewinnen. Deswegen ist man da so ein bisschen eingeschränkt, was die Sturmsituation angeht. Wobei wir, wie gesagt, auch noch jetzt Braden zurückbekommen. Magnus haben wir da. Matthias Honzak, müssen wir schauen, ob das morgen klappt. Und das ist so der Punkt, wo wir dann vielleicht überlegen, einen Aaron dann mitzunehmen. So. Aber da bin ich dann wieder, wie lange? Ich glaube nicht, dass es für 45 Minuten reichen wird. Reicht aber anscheinend mit den Fragen. Dann danke für euer Kommen und bis Samstag. Ciao. Danke. Das war's mit dem Neuesten von den Lilien. Präsentiert von Krombacher.